Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Bottas, Sergio Perez und Leclerc. Ricardo, Albon, Stroll und Lando Norris. Sainz, Ocon, Dani Quert und Gasly, Russell, Raikkonen, Kevin Magnussen und Romain Grosjean, Giovinazzi und Nicolas Latifi. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Noch auf derselben Position. Nicht großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. DRS verwenden. DRS verfügbar. Den Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren.
bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Fahr jetzt raus! Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für... Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Sehr gut. Reife Leistung. Charles kommt für seinen Stopp rein. Verstappen liegt in Führung. Den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,1 Sekunden.
Benzinplanziel ist plus 2. Bitte umstellen auf Mischung 2 oder 3.
Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,8 Sekunden. Verstappen führt das Rennen an. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr.
in Führung. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 15,7 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Das Konstrukteursteam wird sich freuen. Das war ein tolles Rennen und eine anständige Teamleistung, die hier in Ungarn zum Sieg geführt hat. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.